Gerade bei den Fingern, bei den sehr kleinen Gelenken, gibt es wenig chirurgische Alternativen. Der Körper macht das, was er mit körpereigenem Knochen machen würde. Er baut diesen Knochen gemäß dem Bedarf um. Herzlich willkommen, mein Name ist Thomas Pastl und auf diesem Kanal erzählen wir Orthopäden und Patienten über konservative und operative Behandlungsmöglichkeiten für deine Schmerzen. Heute geht es um eine Innovation bei Arthrose an den Fingern. Zu Gast einer der Experten für Arthrose an den Fingern. Herzlich willkommen, Oberarzt Dr. Simon Seiler. Danke. Simon, um eine Arthrose an den Fingern zu versorgen, benötigt man als Chirurg meistens Schrauben. Warum braucht man da Schrauben? Wir reden davon, dass wir die Operation einer Versteifung, einer Arthrodese durchführen. Gerade bei den Fingern, bei den sehr kleinen Gelenken, gibt es wenig chirurgische Alternativen. Je größer ein Gelenk, desto einfacher ist es, ein künstliches Gelenk einzubauen. Ich denke, das kennen alle von Hüftgelenken, von Kniegelenken, da ist das sehr etabliert. Bei sehr kleinen Gelenken ist das schwierig und gerade bei den Fingerendgelenken ist oft die Versteifung für die Patienten die beste Methode. Und das muss man natürlich mit einem stabilisierenden Implantat überbrücken, das Gelenk. Da hat sich eine Schraube eigentlich bewährt, weil das Einbringen der Schraube für den Patienten mit dem geringsten Trauma verbunden ist. Du setzt bei deinen Patienten auf die Shark Screw. Was ist das genau? Die Shark Screw ist eine Schraube aus menscheneigenem Knochen, aus kortikalem harten Knochen. Das ist eine Schraube mit einem feinen Gewinde, das in die Schraube eingeschnitten wird. Mit dieser Schraube kann man verschiedenste Operationen durchführen. Ist gerade in unserem Krankenhaus auch bei Operationen am Fuß und bei sonstigen Operationen etabliert. Die Schraube bringt den großen Vorteil, dass sie komplett in den Knochen integriert wird. Sprich, das wird zu patienteneigenem Knochen eingebaut, umgebaut und somit erspart man sich ein verbleibendes Metallimplantat. Wie kann man sich diesen Umbauprozess vorstellen? Wie funktioniert das? Das ist also auch histologisch gesichert, dass diese Schraube zunächst von Zellen, von Knochenzellen des Körpers besiedelt wird. Und in dem Moment, in dem die körpereigenen Zellen in der Schraube eingewandert sind, ist diese Schraube körpereigener Knochen. Die Schraube ist von der Konsistenz sehr harter, kortikaler Knochen. Und der Körper macht das, was er mit körpereigenem Knochen machen würde. Er baut diesen Knochen gemäß dem Bedarf um. Und das ist was man am Röntgenbild im Verlauf auch sehr gut beobachten kann, dass dieser harte, kortikale Knochen zunehmend in spongiosen Knochen umgebaut wird. Wenn ich jetzt als Patient von dir mit der Shark Screw da im Krankenhaus Schwarz in Tirol operiert werden möchte, wie komme ich da zu einem Termin? Ja, das ist relativ einfach. Wir haben eine Handambulanz und wir haben persönliche Ambulanzen. Also das ist ganz einfach mit einem Telefonanruf im Krankenhaus erledigt. Da kann man sich einen Termin geben lassen. Für dringende Fälle kann man immer den entsprechenden Chirurgen selber kontaktieren und da was ausmachen. Also das ist sehr friktionsfrei und komplikationsfrei. Simon, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für die Informationen zur Heberdenarthrose. Sehr gerne. Hast du noch Fragen zur Shark Screw oder Arthrose an den Fingern, dann findest du hier oben ein Video zu konservativen Therapien und in der Infobox weitere wichtige Links. Bis bald.